Meine Damen und Herren, Mensch und Arbeit, es wurde schon angesprochen, im Mittelpunkt soll ja der Mensch bei Industrie 4.0 stehen. Und damit hat sich unsere Arbeitsgruppe intensiv beschäftigt. Der Mensch steht deshalb im Mittelpunkt, weil er bei Industrie 4.0 vom einfachen Bediener vielmehr zum Steuernden und auch zum Regulierer in einer komplexen Umwelt wird. Er hat mehr Autonomie bei dezentralen Führungs- und Steuerungsformen. Die Multiadaptivität, auch auf der Basis maschineller Lern- und Anpassprozesse, erlaubt es, eine Personalisierung der Mensch-Mensch, der Mensch-Maschine-Kommunikation zu ermöglichen und sorgt für mehr Agilität. Wir wollen diese industriellen Assistenzsysteme auch nutzen, um Mitarbeiter in situ, das heißt in der Situation, in der Fabrik, immer wieder in einen Lernmodus zu bringen, das technische Know-how ständig zu ergänzen. Wir sprechen aber nicht nur von Mensch-Maschine-Kommunikation und Interaktion, sondern ganz wichtig ist eben auch eine neue Art der Mensch-Mensch-Kooperation, Kollaboration durch einen Paradigmenwechsel, der immer mehr, Herr Kollege Kagermann erwähnte es schon, in Richtung der kollaborativen Fabrikarbeit in sozialen Netzwerken geht. Wir verfolgen, und das hat auch Dr. Schütte schon kurz erwähnt, einen soziotechnischen Ansatz von Industrie 4.0. Das heißt, die Technologien für cyberphysische Produktionssysteme bieten unseren Beschäftigten erweiterte Entscheidungs- und Beteiligungsspielräume sowie auch Möglichkeiten zur Belastungsregulation. Herr Dr. Deiss hatte gesagt, die Maschinen folgen immer mehr auch dem Takt des Menschen. Das ist genau dieser Punkt. Wir bieten mit unseren Systemen physische Assistenz auch durch Fähigkeitsverstärker an. Wir haben die Möglichkeit, multimodale Mensch-Maschine-Kommunikation, das heißt alle Sinne, die wir haben, einzusetzen, weg mit Tastatur und Maus in der Fabrik, Herr Färber nannte schon Sprache, Gestik und so weiter, einzusetzen. Und wir wollen auch situierte Assistenz für komplexe Arbeitsprozesse bieten. Nun, eine neue Generation mobiler, kontextabhängiger und adaptiver Assistenzsysteme zeichnet sich ab. Wir werden die Beschäftigten unterstützen, sowohl beim Entwurf als auch bei der Installation, der Optimierung und schließlich auch der Reparatur komplexer Systeme. Dazu wird der Mensch auch weiterhin gebraucht. Das werden wir nicht durch Roboter erledigen können. Beispiel: mobile Servicekräfte werden durch kontextsensitive Informationen unterstützt. Das System kennt den Kontext, es hat einen Innenraumpositionierung, es weiß, wo der Beschäftigte steht und bietet die Information, die er braucht, zur richtigen Zeit am richtigen Ort an. Dieses kann auch genutzt werden, um Ressourcen zu optimieren und festzustellen, wo sind die Leaks, wo geht Energie verloren, wo wird Rohstoff zu stark verbraucht. IKT-Technologien dienen aber auch im Sinne der erweiterten und dualen Realität dazu, Beschäftigten beim Erlernen komplexer Arbeitsschritte direkt vor Ort in der Fabrik zu helfen. Wir werden in wenigen Jahren sehr preiswerte Möglichkeiten wie sogenannte Datenbrillen unseren Werkern bereitstellen können, wo dann gezeigt wird, ganz konkret an der Maschine, wie ein gewisser Reparatur- oder Installationsvorgang, der menschliche Arbeitskraft benötigt, durchgeführt wird. Durch die Datenbrille wird sozusagen angezeigt, welche Schritte in welcher Reihenfolge mit welchen Werkzeugen zu tun sind. Und schließlich, Herr Dr. Wittenstein erwähnte es, ist die Nachfrage nach ressourcenschonenden Technologien und urbaner Produktion ein ganz wichtiger Faktor bei der Änderung des Arbeitsumfeldes für den Menschen. Denn smarte Produktion heißt, dass wir mehr Sensibilität auch bei den Mitarbeitern für Ressourcenschonung,
als wichtige Randbedingung der Produktion in Industrie 4.0 haben und zweitens, dass wir dem Menschen ganz neue Möglichkeiten eröffnen, indem nämlich seine Arbeit wieder stärker an seinen Wohnort rückt. Das sind ganz wichtige Elemente unserer Strategie. Ich glaube, wenn wir sagen, was bringt uns Industrie 4.0, dann sicherlich eins, der Mensch rückt noch stärker wieder in den Mittelpunkt des Geschehens in der Produktion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.